So, und hier müssen wir jetzt noch Mauer drum bauen, ne? Lass mal in einer Ecke ein bisschen frei, dass wir einen Ein- und Ausgang haben. So, machen wir hier. Ja, genau, aus den Schertblöcken. Dafür haben wir sie ja gebaut. So. Ah ja, stimmt, ich kann ja auch mit Shift, aber. Genau, so war das. Huch. Die Rampe? Die könnte man nachher noch wegreißen, ne? So, dann sind wir hier auch zwei Felder frei. Machen wir nach da. Die werden sich die Mühe hier, glaube ich, nicht machen, da rumzuklettern. Das haben sie bisher nicht. Ansonsten, ja, haben wir halt das Problem, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, wie wir das nachher repariert kriegen. Und hier noch. Jetzt noch da. So. Und dann können wir ja. Lassen wir erstmal über ein bisschen Platz. So. DZ machen wir jetzt noch. Ich möchte jetzt gerne noch die Rampen entfernt haben. Nicht, dass die auf die Idee kommen, über diese Rampen da hochzuklettern. Also auf die Mauer. So. Wie gesagt, wenn sie wollen, klettern sie auch um die Mauer. Das haben sie bei unserer Verteidigung in der Festung ja auch schon gemacht, aber okay. Das ist jetzt die Powerversorgung für unsere Magmapumpen. Bin mir nicht sicher, ob das reicht. Vor allem brauchen wir, wie gesagt, das Holz, ne? Wir sollten uns schon mal mental auf einen Krieg mit den Elfen vorbereiten. Weil ich glaube, die Bäume, die wir hier oben jetzt fällen, werden niemals reichen. Niemals. Wir haben den gesamten Holzstockpile. Die werden jetzt von hier unten, die werden jetzt diesen Holzstockpile mit leer räumen, um draußen die Sachen zu bauen. Problematisch, würde ich sagen, weil langer, langer, weiter Weg. Könnt ihr mal gucken. Die Magma steigt wirklich nicht weiter. Ja, moin. Was gibt's denn? Ja, wir haben sowas Schönes hier rausgebuddelt, ne? Eifersüchtig, würde ich mal sagen, ne? Okay. It has been. Bist du schon fertig? Das war ja ein kurzes Gespräch. Ich dachte, ihr bedankt euch, dass wir jetzt nicht alle Bäume gefällt haben. Force of Darkness. So. Passen Sie mit der Menschenkarawane. So. Wir müssten natürlich jetzt erstmal MA. Geht mal bitte alle wieder rein. Wir warten jetzt einmal kurz wilden Untoten. Sind das untote Goblinhorden? Natürlich sind das untote Goblinhorden, oder? Nee, auf Darkness. Es ist einfach nur eine Goblin-Invasion. Mensch! Doch keine Untoten. So, kann die Menschenkarawane einmal bitte reinkommen? Nö. Die Menschenkarawane lässt sich wieder Zeit. Ihr habt bestimmt auch wieder euren Hinkefuß-Söldner mit dabei, der aufpassen soll. Ihr hört auf, die Mauer zu bauen. Das verstehe ich. Ich habe ja auch gesagt, ihr sollt reingehen. So, ich möchte nochmal anmerken, ihr solltet euch beeilen. Und warum ist die Katze draußen? So, ich mache gleich gern die Brücke hoch. Wenn ihr mit eurem komischen Esel oder was auch immer das da ist, reingekommen seid. Da kommt nämlich doch eine größere Horde angelaufen. So, wollen wir das Militär schon mal hier unten reinsetzen?
Wir kennen das ja schon. Diesmal ist der B-Trupp dran, weil der A-Trupp hat jetzt ja vorhin schon gelitten. So. Den A-Trupp, den stelle ich, glaube ich, den stelle ich erstmal nur hier oben rein. Ne? So nur für den Fall. Falls wieder irgendwelche Goblins über die Mauer klettern. So, irgendein Besucher hat sich entschieden, genau jetzt ist der Zeitpunkt, wo er abreisen möchte. Und mein Weg führt mir, sein Weg ist natürlich, ist auch der beste Weg, genau an den Goblins vorbeizugehen. Du bist doch bestimmt ein Totenbeschwörer, dir ist das doch egal, oder? Jo, dem ist das egal. Der menschliche, der Human Merchant Necromancer denkt sich, ich pfeife auf eine Goblin-Invasion. Ich will einfach nur hier, ich will nach Hause. Ich habe keinen Bock mehr. So, jetzt kommen hier nämlich die ganzen Goblins wieder und wollen bestimmt über die Mauer klettern, ne? Da sind sie. Da klettern sie wieder, diese dreckigen kleinen Goblins. Mein Militär ist diesmal da. Mein Militär hat sich entschieden, auch zu klettern. Meiner ist natürlich zu doof, der fällt runter. Die Goblins. Och Mensch, Leute, ihr habt doch alle den letzten Schuss nicht mehr. Die spinnen doch alle. Happy ist jetzt in eine fiese Ich will alles töten Phase übergegangen. Ist Happy zumindest bei der jetzt hier unten drin ist mit seinem Goblin-Kollegen? Nö. Ich weiß nicht, wo Happy ist. Happy kämpft mit. Da unten das Wasser, das spritzt. Die sind da am Metzeln. Das Wasser färbt sich rot. Ich sollte die Mauer hier vielleicht einfach nochmal höher setzen, dass die nicht so auf die Idee kommen hier so rum. Dann klettern sie aber trotzdem hier lang. Ich weiß auch nicht, warum unsere Zwerge auf die Idee kommen, dass das Klettern darüber voll super wäre. Nein, das waren die Menschen. Das sind die Leibwächter von der Karawane. Die entscheiden sich hier mutig rumzuklettern. Dann macht ihr mal. Meine Soldaten bleiben hier unten stehen und passen auf, dass nichts durch die Tür kommt. Die Leute tragen weiterhin. Ach Mensch, ihr werdet jetzt von da oben beschossen. Ist ja nicht schön, ne? Wollen wir das alles sein lassen? Wollen wir es einfach rein verdrücken und die Leute in die Fallen laufen lassen? Wir machen einfach nur, wir schicken alle rein und lassen die Menschenkarawane draußen draufgehen. Ich bin da voll für. Oder kann ich schon. Oh, ich kann auch kurz handeln. mitten im Kampf will erstmal dazu. Ich handle einmal schnell. Wenn wir schon mal dabei sind. So, Glas brauche ich nicht. So, was haben wir hier? Haben wir irgendwelche schönen Tiere im Käfig? Ein Lama, nein. Ich brauche immer noch ein Hen. Ich bräuchte, wenn dann ein Hühnchen. Haben sie aber nicht. Okay. Die Hühnerzucht mit den Eiern wird weiter auf sich warten lassen. Die Klamotten sind eh alle zu groß. Die Samen, die wir letztes Jahr gekauft haben, die funktionieren eh nicht, weil wir Zwerge sind. Wir können auch Löwenhirn kaufen. Was haben wir sonst? Nee, bei den Essenssachen bin ich raus. Da haben wir genug. Irgendwas Schönes. Eisen, zwei Käse. Ach komm, wir können doch mal wieder. Komm, wir kaufen einfach noch mal Käse. So. Ich selbst bin zwar kein Freund von Käse, aber die Zwerge lieben Käse. Dann haben wir hier unten noch mal ein Buch. Bist du auch ein Buch? Nee, du bist einfach nur eine Rolle. Okay, dann haben wir noch ein Buch. So, was haben wir hier? Du bist kein Totenbeschwörerbuch, also nehmen wir dich. Und das war es schon. Das hat sich ja voll gelohnt.
So, guck mal, ihr seid schon jetzt im Plus. Ne, die Rocksachen sind mir einfach zu. Die kriegen dann unsere Zwergenkollegen, aber die kriegt nicht ihr. Ihr bekommt so Chert und anderen Steinmüll. So. Das reicht. So, das ist unser Handel. Gibt nichts mit den Menschen. Das heißt, den Trader brauchen wir hier nicht mehr. Das können wir direkt MA sagen. Wir gehen nur noch. Die normale Verteidigung wird angeschmissen. Ja, also wir wollen es jetzt ja nicht drauf anlegen. Wir gehen erstmal davon aus, dass die Menschen jetzt gleich draußen, dass das voll super laufen wird. Die werden nicht sterben. Ich sollte meinem Militär sagen, das sollte jetzt doch hier drinnen stehen. Ich sage ihm das lieber nochmal selber. Hier, bitte hier wieder hinstellen, bevor die auf die Idee kommen. Halt draußen wieder selbstmörderisch tätig zu werden. Der B-Trupp will auch nicht laufen. Warum auch immer. S, B, M. Würde nicht einfach hier, ihr sollt euch auch hier mit hinstellen, bitte. Nö, der B-Trupp hat keinen Bock. Ich kann auch den Befehl aufheben. Oder wurden euch schon die Füße abgeschossen? Das kann ja auch sein. Die Positionierung da draußen war einfach Mist. Die werden komplett zu. Die werden jetzt zu Klump geschossen. Hm. S, B, M. Lauft! Und wir werden. So, brückenmäßig bräuchte ich jetzt ja nur die Brücken im Gang. Wenn ihr Pech habt, wird jetzt gleich ein Zwerg durch die Gegend geschleudert. Oder die Katze. Vielleicht auch nichts, wäre auch schön. Oh. Der. Achso. Jetzt wurden die Feinde über die Mauer geklaut, dann werdet ihr wieder aktiv, ne? Aber Rückzug macht ihr nicht, ne? Ach, ich habe noch was vergessen. Wir müssen das Gehege noch hochziehen. Damit die Tiere gerettet sind. Wir haben die neuen Tiere noch gar nicht in Sicherheit gebracht von unseren Kollegen. Aber ist okay. Trupp B geht jetzt auch rein. Was gut ist. So, alle Zwerge bringen sich jetzt in Sicherheit. Wir kriegen noch ein paar Besucher, die werden freudig beschossen. Wie viel ist denn jetzt gekommen? Oh, scheiße. Okay, wir wissen 75 auf einer Seite. Keine Ahnung, 110 bis 120. Ist ja nicht viel. So. Ich bezweifle aber aufgrund dessen, dass die Menschenkarawane jetzt eine Chance haben wird. Ah, hier ist wieder was los, ne? Und wollen wir wetten, dass gleich in genau diesem Moment doch das Wehrwiesel bei dem einen Soldaten durchkommt? Voll mache ich mir so. Gut, interessant wird es natürlich, wenn jetzt einer unserer Totenbeschwörergäste rauskommt und voll durchdreht. Dann wird das noch richtig spannend hier draußen. Es ist immerhin kein Building-Destroyer dabei. Also ich habe keinen Troll gelesen. Das sind alles nur Goblins. Ich glaube aber ohne Trolle. Ja, ich sehe keinen Troll. Das heißt. Ich sehe auch kein großes T hier leuchten, aber das heißt ja nichts. Also, die Menschen fühlen sich jetzt natürlich erstmal verarscht. Ne? Erstmal wird gehandelt. Ne? Dann kommt der Goblin-Angriff. Die sehen, wie das Militär von uns rausläuft und in Stellung geht. Dann wird gehandelt. Und dann laufen die Zwerge mit all ihren Sachen und das Militär von uns wieder rein und lassen die einfach draußen stehen. So, jetzt kommen sie über die Brücke. Oder? Ja, trauen sich noch nicht. Doch, der erste geht.
sind alle gerade ein bisschen unschlüssig. Ich habe das Gefühl, dass gerade das Spiel generell ein bisschen unschlüssig ist. Ne, dafür kann ich die Ebene aber zu schnell schalten. Boah, die müssen ja nachher wieder aufräumen. Ne? Überliegen die kaputten Pfeile und Bolzen rum und gleich wieder massenhaft Leichen. Die Tiere sind anscheinend gerettet. Nicht alle, aber größtenteils. Glaub ich zumindest. Die Goblins lassen nichts. Denen ist die Brücke schon zu schmal. Na kommt. Na kommt, Goblins. Ihr braucht ja nicht mit irgendwelchen Leuten da auf dem Stockpile aufhalten. Geht doch einfach. Geht doch einfach rein. Schlagt die Menschen. Bringt sie alle um. Und danach bleibt bitte in den Fallen stecken. Ja, es wäre voll nett von euch. Ja, der Pfeil ist ganz schön langsam. Ich glaube, das Spiel muss jetzt doch gerade überlegen. Mein armer Rechner. Ich weiß nur gerade nicht, warum. Vorher, als meine Zwerge da unten noch standen und beschossen wurden, lief das normal. Warum hat er jetzt Probleme mit dem paar Einzelnen, weil er jetzt den Kampf berechnen muss? Die kämpfen doch noch gar nicht. Warum zuckelst du denn schon? Ich weiß nicht, woran das liegt. Oh, jetzt fliegt der Pfeil wieder ein bisschen schneller. Okay. Muss der erst feststellen, was jetzt geht und was nicht? Ich weiß nicht, oder muss der gerade irgendwie Wegfindung nochmal berechnen oder sowas? Und war damit überfordert, weil jetzt geht's flüssiger. Es ist jetzt ja nicht so, dass sich hier gerade 20 Goblins verheizt haben. Mal schnell, mal langsam. Wie er gerade Lust hat. Was schießt ihr denn da? Und was ist das jetzt? Ach so, natürlich. Der eine wird nochmal schnell, ist nochmal kurz besessen. Ne, denkt sich, ach komm, wenn draußen schon die ganzen Goblins rumlaufen, kann ich auch von irgendeiner Gottheit mal kurz einen Befehl kriegen, irgendeinen Scheiß zu craften, wie es sich gehört. So, ich glaube, die Menschen hier oben wurden niedergemäht. Oder sind noch dabei, niedergemäht zu werden. So, die Goblins selber. Ja, du hast dir einen Workshop geschnappt, alles gut. Geht ihr auch in die Falle oder ist das nur der eine? Ist schon jemand weitergelaufen? Da blinkt sich noch ein Zwerg zurück nach Hause. Okay, gut. Die Goblins bleiben nicht alle in den Fallen stecken. Da geht nämlich noch einer. Ich sehe das. Ich sehe dich. Jetzt ist der erst hängen geblieben. Liegt das? Ist glaube ich die Qualität des Mechanismus, ne? Von der ist abhängig, wie gut eine Falle auslöst. Aber ich dachte, Goblins laufen immer rein. Und Kobolde sind die, die halt die Fallen übergehen können. Aber die laufen einfach rüber weg. Und dann wird doch eingefangen.